nächste Rednerin, Alice Weidel aus der AfD. Der Bundespräsident bezeichnet AfD-Wähler als Ratten und die FDP-Spitzenkandidatin AfD-Wähler als Schmeißfliegen. Schämen Sie sich! Schämen Sie sich in Grund und Boden! Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland! Sehr verehrte Damen und Herren, hallo. Ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen. Hier im wunderschönen Landhaus Adlon am Lenitzsee in Potsdam. Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher nicht zu viele Umstände in Kauf nehmen mussten, um zu uns nach Potsdam zum Düsseldorfer Forum zu gelangen. Warum das Düsseldorfer Forum heißt, das wissen wir ehrlicherweise auch nicht ganz genau. Was wir wissen ist, wer dazu eingeladen hat. Und deswegen darf ich unsere Gastgeber vorstellen, die Herren Dr. Gernot Möhrig und Hans-Christian Limmer. Gernot Möhrig, hier links im Bild, war Zahnarzt in Düsseldorf. Er ist der Sohn von Wilhelm Möhrig, einem ehemaligen SA-Truppenführer, der bereits 1932 Mitglied der NSDAP gewesen ist. Auf dem Entnazifizierungsvermerk von Vater Wilhelm Möhrig ist vermerkt, ist für den öffentlichen und halböffentlichen Dienst nicht tragbar. Nur einfache Tätigkeit in untergeordneter Stellung erlaubt. Mitte der 70er Jahre amtierte unser Gastgeber Gernot Möhrig als Bundesführer des Bundes Heimattreuer Jugend. Das ist ein rechtsextremer Verband, dessen Nachfolgeorganisation 2009 verboten wurde, wegen ihrer Neonazi-Programmatik. Die waren so rechtsextrem, dass der ehemalige AfD-Vorsitzende in Brandenburg, Andreas Kalbitz, aus der AfD ausgeschlossen wurde, eben weil er auf einem Lager von denen gesehen wurde. Gernot Möhrig ist also in die Fußstapfen seines Vaters getreten und kommt aus Kreisen, die offiziell selbst der AfD zu rechts sind. Unser zweiter Gastgeber ist heute leider nicht persönlich anwesend. Wie wir alle wissen, genießt er seine Privatsphäre und ist ein Mann, der lieber unerkannt bleibt. Ja, tatsächlich hat er es geschafft, sein Engagement für das, wofür sich hier eben engagiert wird, bisher nicht öffentlich werden zu lassen. Hans-Christian Limmer. Hans-Christian Limmer hat die Kette Backwerk groß gemacht und war bis zur Veröffentlichung dieser Recherche Gesellschafter bei der Burgerkette Hans im Glück. Ein namhafter Investor, ein reicher Mann und einer, der Sachen möglich macht. So wie hier heute das Düsseldorfer Forum. Auch Hans-Christian Limmer kommt aus einer traditionsreichen Familie. 2005 ging eine Gedenkstätte für gefallene Deutsche im Zweiten Weltkrieg in den Besitz der Familie über. Vater, Mutter und Sohnemann Hans-Christian verwalteten daraufhin diese Gedenkstätte in Borna, die zeitweise ein Treffpunkt für das Who is Who der Neonazi-Szene gewesen sei. Von unseren beiden Gastgebern haben Sie Briefe erhalten, Einladungsbriefe, direkt an Sie adressiert, um uns heute hier zusammenzubringen. Das Düsseldorfer Forum ist schließlich ein exklusives Netzwerk. Hier kommt nicht jeder rein. Das hier ist ein Ort ausschließlich für Patrioten. Für Patrioten, die aktiv etwas tun wollen. Und die Kernaufgabe des Düsseldorfer Forums liegt in der Akquise von Spenden. Die Mindestspende für die Teilnehmer am Düsseldorfer Forum liegt bei 5.000 Euro. Das ist quasi das Eintrittsticket. Ein Studentenrabatt ist uns nicht überliefert. Wobei,
wenn jemand mit dem angegebenen Betrag hadert, so hat es Gernot Möhrig geschrieben, kann man sich auch noch einmal bei ihm melden. So oder so. Bei den 5.000 Euro Eintrittsgeld soll es natürlich nicht bleiben. Denn eingeladen sind hier vor allem Vermögende und Unternehmer. Da geht schon noch was. Aber dazu später mehr. Wichtig ist vielmehr die Frage, wofür ist dieses Geld? Wofür sammelt das Düsseldorfer Forum? Das Düsseldorfer Forum sammelt Spenden, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Stopp, das dürfen wir hier so nicht sagen, das ist nicht belegt. Das hier ist eine Kooperation mit der investigativen Redaktion von Korrektiv. Die folgen den höchsten journalistischen Standards. Wir können hier also nicht einfach behaupten, dass das Düsseldorfer Forum Spenden sammelt, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Aber schau bitte hier doch mal, die schreiben das ganz genau so. Das ist doch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Na, aber sie schreiben das halt eben nicht ganz genau so. Genau darin liegt ja die journalistische Arbeit. Machst du hier einen Fehler, hast du gleich einen Haufen Medienanwälte am Hals. Und wie sollen wir das stattdessen ausdrücken? Ja, wir können sagen, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um im Geheimen rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Es scheint. Es scheint. Alles klar. Also dann, es scheint, als würde das Düsseldorfer Forum Spenden sammeln, um rechtsextreme Bündnisse in Deutschland zu fördern. Wie viele genau eingeladen wurden, das wissen wir nicht. Was wir wissen, dass zum Düsseldorfer Forum 2023 20 bis 30 Menschen anreisen. Bereits am Vorabend der Veranstaltung sind einige Gäste eingetroffen. Ein weißer SUV aus Stade rollte auf den Hof. Aus dem Fenster ballerte die Band Freiwild. Direkt daneben stilecht, so ein NSU-mäßiger Wohnwagen. Doch der große Tag des Düsseldorfer Forums, das wird der kommende Tag. Der 25. November 2023. Und es ist ein verschneiter Morgen, als die Gäste sich im Landhaus Adlon in Potsdam versammeln. Warte mal, das ist doch Martin Sellner, der rechtsextreme Identitäre aus Österreich. Ja. Und das da? Das ist das nicht Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt? Ja. Und hier, das ist doch Gerrit Huy, die Bundestagsabgeordnete der AfD. Ja. Die gehen da alle gerade zum Düsseldorfer Forum? So ist es. Aber du... Ja? Also, woher haben wir das? Was? Na das. Die Aufnahmen? Ja. Ach so, ja. Also das exklusive Düsseldorfer Forum, das war an jenem verschneiten Novembermorgen doch nicht ganz so exklusiv wie geplant. Wie jetzt? Naja, JournalistInnen von Korrektiv waren mit dabei. Da? Ja. Als ob. Ja, doch. Moment. Also, da ist ein geheimes Treffen von, ich sag mal, Patrioten, die sich ein Wochenende in einem Landhaus in Potsdam gönnen und dort ihre Geldbörsen zusammenstecken, um scheinbar rechtsextreme Aktivitäten zu unterstützen. Und Korrektiv ist dabei, oder wie? Ja, es geht außerdem nicht nur darum, Spenden zu sammeln. Das ist laut den Einladungen zwar Kernaufgabe des Forums, aber für jede Leistung gibt es in der Regel ja eine Gegenleistung. Auf dem Forum für Patrioten soll ein sogenannter Masterplan vorgestellt werden. Was denn bitte für ein Masterplan? Naja, ich schätze mal für Deutschland. Ein Masterplan von rechten Patrioten? Naja, also Deutschland ist da aber nicht das Deutschland, wie wir es allgemein verstehen.
die meinen nicht unbedingt den Rechtsstaat Deutschland, sondern haben da wohl ein etwas anderes Verständnis. Und zwar? Na, eher ein völkisches. Also Deutsch als Rasse, oder was? Ja, so, quasi. Und der Staat ist nur ein Instrument, um eine Rasse oder Ethnie, wie Sie es in Ihrem Nazi-Marketing-Sprech nennen, von anderen Rassen reinzuhalten. Also, da sind also 20 bis 30 Leute, die sind bereit, also 5.000 Euro Eintrittsgeld zu zahlen, um einen Masterplan zu entwerfen für das, was Sie als deutsches Volk begreifen. Ja. Also, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Den ersten Aufschlag für diesen Masterplan macht der rechtsextreme Martin Sellner, den wir da eben gesehen haben. Das stand auch auf der Einladung. Also, wenn es auf der Einladung stand, dann wussten es doch die Leute, die da hinkommen, alle. Ja, genau, die wussten das. Okay, sorry. Also, nochmal langsam. Da wird von einem Rechtsextremen jetzt ein Masterplan vorgestellt. Da sind um die 30 Menschen aus Wirtschaft und Politik, die dafür sogar Geld zahlen. Und unter diesem Haufen Patrioten, unter diesem Haufen, da haben sich Korrektivleute gemischt. Ja, genau. Sorry, das glaube ich nicht. Nicht? Nein. Als würdest du auch nicht glauben, dass einer von denen eine Armbanduhr getragen hat und damit ein bisschen gefilmt hat? Never. Aufnahme ab, bitte. Ja, es ist etwas verwackelt, aber hier sieht man, oder hier die Tafel, an der die Leute alle sitzen. Ach so, ja, und dazu kommt, dass im Foyer noch Flyer ausgelegt wurden. Hier. Und so konnte man wunderbar, ohne dass es auffällt, beim See neben dem Adlon ein Saunaschiff anlegen lassen, wo sich eine Kamera mit Teleobjektiv darauf befand. Die Aufnahmen bitte. Also, da wurden also zwei Autos vor die Bude gestellt, ein Schiff gecheckt und Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einen Haufen Faschos... Ey, ey. Gut, also... Die haben Leute, die wahnsinnig genug sind, sich unter einen Haufen Patrioten zu mischen. Yes. Worüber wir Ihnen heute hier erzählen, das ist alles wahr. Das Düsseldorfer Forum hat stattgefunden. Und was dort besprochen wurde, ist ehrlicherweise kaum in Worte zu fassen. Wir versuchen es trotzdem. Allerdings können viele Teile dieses Abends für einige verstörend sein. Sehr verstörend. Aber sie sind nun mal real. Sie haben stattgefunden. So, das hier ist der Grundriss des Landhaus Adlon. Und hier hat sich ein, ja, dort oben, ein Reporter von Korrektiv angemeldet und eingemietet. Und in diesen Sälen fand das Düsseldorfer Forum statt. Das hier ist der Saal, in dem die Vorträge gehalten wurden. Und hier ist die Tafel, an der gespeist wurde. Tauchen wir also ein ins Düsseldorfer Forum 2023. Gut, dann gehen wir doch einmal die Anwesenheitsliste durch, bitte. Ja. Du liest vor. Okay. Ich hake ab. Sag mal. Gernot Möhrich, ein Zahnarzt im Ruhestand aus Düsseldorf. Ja. Friedrich Arne Möhrich, Sohn von Gernot Möhrich. Check. Was heißt das Durchgestrichene hier? Du darfst den Namen nicht sagen. Okay, also die Frau von Gernot Möhrich. Abgehakt. Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Jupp. Alexander von Bismarck.
Ist das ein Nachfahre von Reichskanzler Bismarck? Nee, also nicht ganz. Also das, der kommt aus der Döbelin-Linie und der Kanzler aus der Schönhausen-Linie. Und diese Linien sind aber schon vor Jahrhunderten, also alles klar, okay. Ein IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Sag den Namen bitte. Also hier steht nur IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Ah, gut. Dann ist er auch nicht von gesellschaftlichem Interesse. Damit hat er ein Anrecht auf Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte. Weiter. Ein Neurochirurg aus Österreich. Alter, kein Name, kein Geschlecht, kein Gesicht. Komm, das ist witzig, weißt du? Also, dass der sich ausgerechnet hier so eins von sich ins Netz gestellt hat. Henning Pless, rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Hm. Ja. Mario Müller, ein rechtsextremer Schläger. Habe ich. Ein junger Identitärer. Noch einer. Ja, ehrlich gesagt, noch ein paar, glaube ich. Alles klar. Gut, dann haben wir hier zwei Leute, die von der Werteunion sind. Was ist das nochmal? Also, die Werteunion, das ist so ein eingetragener Verein, der beansprucht, einen konservativen Markenkern der CDU und CSU zu vertreten. Moment mal, die haben doch jetzt eine Partei gegründet. Ja, das sind doch die, die jetzt darüber abstimmen, ob sie mit Hans-Georg Maaßen eine Partei gründen. Ja, genau. Gut, wen haben wir denn da? So, einmal Simone Baum, Vorstand der Werteunion. Ja. Mhm. Und Michaela Schneider, stellvertretender Vorstand, auch vom Landesverband NRW. Wunderbar. Dann ist hier noch Silke Schröder vom Verein Deutsche Sprache. Verein Deutsche Sprache. Achso, ja, die versuchen über Genderkritik im bürgerlichen Milieu zu fischen und die Leute dann also nach rechts zu ziehen. So. Jupp. So, und dann Ulrich Vosgerau, Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Ja, habe ich. Und last but not least die Anwesenden der AfD. Ja, genau. Gerrit Huy, Bundestagsabgeordnete, dann Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender AfD Sachsen-Anhalt, Tim Krause, Vorsitzender im Kreis Potsdam, ja, und Roland Hartwig, rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel. Moment mal, das war zu der damaligen Zeit. Nach der Veröffentlichung von Korrektiv hat sich Alice Weidel von ihm überraschend getrennt. Wow. Und was ist mit dem Rest? Naja, wir können jetzt nicht alle vorlesen. Die wichtigen sind dabei, aber wir müssen auch die Quellen von Korrektiv schützen. Ach so, die haben noch einen Informanten aus dem Inneren. Quellenschutz. Aber Moment, ich meine, wir haben den Namen doch. Naja, gut. Ist auf jeden Fall eine illustre Runde. Mindestens drei Neonazis, einige Unternehmer, zwei aus der Werteunion und mindestens vier Offizielle der AfD. Also bereit machen, es geht los. Meine lieben Patrioten, ich bin die Bühnenfigur Gernot Möhrig und heiße euch nochmal ganz herzlich willkommen. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich nicht so gesagt, aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Das war wichtig, damit das Ausmaß meiner faschistischen Sprache zur Geltung kommt. Okay, also, schön, dass ihr da seid. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gehofft, dass wir noch mehr werden. Ich habe viele Absagen bekommen, aus verständlichen Gründen, teilweise zumindest. Es haben spontan noch mal einige abgesagt. Schade. Aber meine Frau hat gesagt, ich soll nicht immer so negativ sein. Deswegen wichtig ist, dass wir heute hier sind. Einige von euch kennen sich ja schon aus unseren früheren Treffen, andere werden sich noch kennenlernen. Für alle, die mich noch nicht kennen,
Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr dabei. Und es ist mir egal, was ihr dabei versteht, ob rechts, alternativ, Nationalsozialist, ist mir egal, wirklich. Ich genieße dabei das Privileg, dass auch meine Eltern dabei gewesen sind. Auch meine 4 Geschwister sind dabei. Naja, und dann ist da noch meine Frau, die Astrid. Und die Astrid, die ist auch dabei. Genauso wie unsere 4 Kinder. Aber nicht nur das, unsere Kinder sind auch noch alle 4 aktiv. Und dann haben wir noch mal das große Glück, dass unsere Schwiegerkinder auch alle aktiv sind. Das ist alles nicht selbstverständlich und ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich selbst bin Zahnarzt gewesen, davor war ich Zahntechniker und es haben immer alle gedacht, das ist die Bestimmung von der Bühnenfigur Gernot Möhrig. Das ist seine Lebensaufgabe. Aber sie haben sich alle geirrt, alle. Denn meine Lebensaufgabe, das ist meine Familie und das Volk. Was wir hier machen, das ist Netzwerk. Wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten. Ey! Aber das steht doch hier. Ja, willst du verklagt werden? Okay, dann halt so. Wir sind ein Kreis niveauvoller Patrioten. Wir bringen Menschen zusammen, die richtig etwas bewirken können. Wenn ich sage Netzwerk, dann sehe ich mich auch in einer großen Verantwortung. Ich selbst bin in Teilen der Antifa bereits bekannt. Das ist sehr unangenehm, wirklich, weil die machen einem schon Probleme. Und deswegen war es mir so wichtig, dass heute hier alles sicher ist. Bitte, ich bitte euch da wirklich sehr drum, benutzt nicht eure Handys. Wenn ich das schon sehe, wie sie da vorne auf dem Handy rumtippen, da sind überall tausende von Mikros drin, ehrlich. Da ist die Antifa quasi vorinstalliert. Deswegen lief auch alles nur postalisch, weil bei WhatsApp, Telegram, das ist nicht sicher. Aber gut, hier sind wir sicher. Ja, also ich freue mich, dass wir hier Offizielle aus der AfD mit dabei haben, aber auch welche, die sich in der CDU engagieren. Damit die Brandmauer endlich fällt, das ist super. Und danke auch, dass viele schon so toll gespendet haben. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt meiner Astrid einfach kurz dezent eure Briefumschläge zustecken oder auf unser neutrales Konto überweisen. Genau, gut. Dann möchte ich jetzt zum Masterplan kommen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass wir einen Masterplan brauchen. Und da dachte ich mir, wer könnte denn da einen Aufschlag machen? Da gibt es doch keinen besseren als... Da kriege ich tatsächlich etwas Gänsehaut als dich, lieber Martin. Martin Sellner muss ich niemanden vorstellen. Martin wird heute über den Begriff der Remigration sprechen, denn, und das ist mir wirklich wichtig, noch einmal zu betonen, alles andere, die Haltung von Corona-Maßnahmen und Impfungen, die Frage der Ukraine und Israel, all das sind Streitpunkte, die uns in der Rechten spalten. Aber die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist eben die Frage der Remigration, ob wir das Volk im Abendland noch überleben oder nicht. Martin Sellner tritt nach vorn. Sein Begriff der Remigration, der klingt abstrakt und bürokratisch. Das Konzept dahinter, das erklärt er ungefähr so. Figur Martin Sellner, also bitte. Es gibt 3 Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen. 3 Zielgruppen von Ausländern, deren Ansiedlung rückabgewickelt werden muss. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht. Und das größte Problem, nicht assimilierte Staatsbürger. Ja, okay, stopp jetzt mal kurz. Nicht assimilierte Staatsbürger, habt ihr sie noch alle? Aber das ist der Begriff, den er verwendet. Ja, na und, das müssen wir doch nicht so reproduzieren, diesen Nazisprech hier, oder? Damit geben wir deren Propaganda doch nur mal wieder Raum.
Es gibt keine nicht assimilierten Staatsbürger. Das ist einfach nur ein Kampfbegriff. Ja, natürlich, aber genau das ist doch der Punkt. So funktionieren die. Hier wird über Sprache, also auf kultureller Ebene, das Staatsrecht von Menschen in Frage gestellt. Und wir finden das ja nicht. Diesen Begriff verwendet Zellner auch 1:1 in seinem Buch Regime Change von rechts. Also wenn wir die Tragweite dessen, was beim Düsseldorfer Forum passiert ist, begreifen wollen, dann müssen wir da genau sein. Also ist es okay, wenn ich jetzt weitermache? Das rechte Hauptziel ist die Bewahrung ethnokultureller Identität und Substanz. Ja, dann sag's jetzt aber auch mal richtig. Du meinst die Bewahrung der Rassen. Ja klar meint er das, aber das ist eben aus der Nazi-Marketing-Abteilung. Deswegen sagt er Ethnie, Identität und so weiter. Also darf ich jetzt weiter? Damit wir es schaffen, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine radikale Wende notwendig. Dafür muss man die Politik der Remigration anwenden, von lateinisch re, also zurück, und migrare, übersiedeln. Zurück, übersiedeln. Bestehende Staatsbürgerschaften sollten dafür einer Revision unterzogen werden, damit Menschen, denen leichtfertig ein deutscher Pass gegeben wurde, zurückgesiedelt werden können. Dazu gibt es ja zum Glück bereits Konzepte rechter Parteien und Bewegungen. Also übersetzt bedeutet das, es geht um die Vorbereitung einer millionenfachen Vertreibung. Remigration bedeutet Vertreibung. Höcke hat bereits 2018 angemerkt, dass neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein würde. Eine Nähe zwischen Zellner und Politikern der AfD ist dabei schon länger zu beobachten. Hier, der Kollege von euch, liebe AfDler, euer Spitzenkandidat Maximilian Krah, der hat darüber in seinem Büchlein auch geschrieben. Das Büchlein wird in unserem superguten Verlag übrigens im Doppelpack mit meinem Buch angeboten, aber ihr könnt euch einfach nur mein Buch kaufen, das ist eh besser. Was allerdings schon ganz gut an Maximilian Krah, seinem Büchlein ist, ist, dass er mal nachgerechnet hat, wie viele Menschen wir dann in Deutschland remigrieren könnten. Das wären insgesamt, Sekunde, ich hab's hier, 25 Millionen Menschen. Davon 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Ja, das sind viele. Ja. Wie soll das denn gehen? Na, Herr Sellner, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich darf mich vorstellen, Silke Schröder, Verein Deutsche Sprache. Ich habe inhaltlich keine grundsätzliche Kritik an der Idee, aber wie soll das gehen? Sobald ein Mensch einen deutschen Pass hat, ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, man muss halt einen hohen Anpassungsdruck auf die Menschen ausüben. Also wir in Sachsen-Anhalt wollen es diesen Leuten einfach unattraktiv machen, da zu leben. Wir setzen ausländische Restaurants unter Druck und setzen darauf, dass sich das Straßenbild ändert. Ja. Lieber AfD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Aber Remigration ist dann schon etwas größer gedacht. Das geht nicht auf die Schnelle, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Und was es dafür braucht, um auch deutsche Staatsangehörige zu remigrieren, sind maßgeschneiderte Gesetze. Na gut, aber das ist ja nichts Neues, nicht wahr, Herr Sellner? Was? Wie meinen Sie das? Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Gerrit Höy und ich bin Bundestagsabgeordneter für die AfD. Hä? Was? Ja, Entschuldigung, ich bin ein Schauspieler, der jetzt die Figur Gerrit Höy spielt und diese Figur Gerrit Höy, die ist Bundestagsabgeordnete der AfD. Und jetzt habe ich mal was zum Sagen, bitte. Also, das Konzept der Deportation. Remigration. Achso ja, also das Konzept der Deportation. Remigration. Meine ich ja, also dieses Konzept, ja, das habe ich schon mitgebracht, ja, als ich vor 7 Jahren in die Partei angetreten bin. Eingetreten, ja, genau. Ja, eingetreten bin. Wir haben ja mittlerweile 50% Migranten in Deutschland. Es ist eher ein Viertel Bundestagsabgeordnete. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, was Sie da munter fröhlich erzählen, Herr Sellner, das Konzept der Remigration? Ja, das habe ich in die AfD eingebracht. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Sellner, das wurde bereits
bereits längst von uns aufgegriffen. Ja, absolut, absolut. Die AfD ist da ganz meiner Meinung. Ja, so, aber das Problem ist ja das Wie. Wie soll das gehen, wenn wir Menschen deportieren? Remigrieren. Ja, ist doch dasselbe, meine Fresse. Also, wenn wir das machen wollen, dann haben wir ja bei den Menschen, die bereits deutsche Staatsbürger sind, ein Problem. Denn diesen Menschen mussten wir ja erstmal die Staatsbürgerschaft entziehen. Laut Grundgesetz kann man eine Staatsbürgerschaft durch ein, wie Sie sagen würden, Herr Sellner, maßgeschneidertes Gesetz aber nur dann entziehen, wenn diese Menschen dadurch nicht staatenlos werden. Und wir halten uns ja an Gesetze. Wir benutzen den Rechtsstaat, um mit Recht unsere völkischen Ideen durchzusetzen. Das ist unser Ding, alles legal. Und deswegen habe ich da auch eine vollkommen legalistische Lösung. Ich bin dafür, dass wir uns für doppelte Staatsbürgerschaften einsetzen. Hä? Also Entschuldigung, aber Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, das müssen Sie uns jetzt schon erklären. Ja, na also, wir waren ja mal gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das hat die Chefin, also die Alice Weidel, vor ein paar Jahren noch so gesagt. Die meinte... Die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft gehört umgehend abgeschafft. Genau. So war unsere Position. So, und was wir jetzt brauchen, das sind letztlich nur zwei Gesetze. Dafür machen wir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Wir sind schon in einer Regierung und haben Gesetz Nummer 1 installiert, das es wahnsinnig bürokratiefrei möglich macht, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. So, und jetzt sagen wir mal, da ist ein junger Mann, nennen wir ihn mal Emre. Emre ist hier geboren, seine Eltern sind aus der Türkei hergekommen, die Familie hat einen komplett legalen Aufenthaltsstatus und Emre hat eine deutsche und eine türkische Staatsbürgerschaft. Gut, wir wollen den Emre aber deportieren. So, und wir entziehen ihm nun über ein Gesetz Nummer 2 genauso bürokratiefrei die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann hat er ja immer noch die türkische. Geht mit dem Grundgesetz. Und obwohl Emre in Deutschland geboren wurde, ist er jetzt auf dem Papier ein Türke und damit können wir ihn loswerden. Und deswegen werbe ich erstens für die doppelte Staatsbürgerschaft und was Gesetz 2 angeht, da sind wir in der AfD schon auf einem gemeinsamen Nenner. Eine Senkung der Hürden zum Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft auf den Weg zu bringen. Und so locken wir diese Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, in eine Falle. Alles vollkommen legal. Sellner fährt fort und ein Aspekt in seinem Vortrag ist auch ein sogenannter Musterstaat in Nordafrika. Sellner erklärt, in solch einem Gebiet könnten bis zu 2 Millionen Menschen leben. Dann habe man einen Ort, wo man Leute hinbewegen könne. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildungen und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzen, könnten auch dorthin. Was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, 4 Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Nur 2 Jahre später fand dann die Wannsee-Konferenz statt. Sag ich doch, alles legal. Die KorrektivjournalistInnen beschreiben in ihrer Recherche jetzt Folgendes. Draußen zerfällt der Schnee zu grauem Matsch. Die Runde aber ist bestens aufgelegt. Für Sie ist es eine gute Zeit. Ich, Gernot Möhrig, ich bin ja normalerweise eher der pessimistische Typ, aber an einem Tag wie heute, da schöpfe ich Hoffnung. Und das hat mit dem Masterplan von dir zu tun. Martin, ich träume davon, dass es bald ein Expertengremium geben wird, das einen Plan für die Vertreibung der Menschen mit Migrationshintergrund, auch deutscher Staatsbürger, weiter ausarbeiten soll. Und zwar unter ethischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Ein Mitglied habe ich dafür bereits im Sinn.
Hans-Georg Maaßen. Was jetzt kommt, ist fiktionalisiert. Und das ist ja auch lustig, weil ich das da gerade gesehen habe mit der Wannsee-Konferenz. Weil, schaut mal hier, die Wannsee-Villa, die ist nur 8 Kilometer von hier entfernt. Habt ihr das gewusst? Ich habe auch gesehen, draußen liegt so ein Saunaboot vielleicht. Schreiben Sie da gerade mit? Was? Ob Sie da gerade mitschreiben? Nein, ich mache hier nur Notizen zum Vortrag von Herrn Sellner. Die möchte ich gleich sehen, bitte. Ja, ich möchte noch einmal betonen, wir sind hier sicher. Hiervon wird nichts nach draußen gelangen. Deswegen bitte, bitte Leute, lasst eure Handys in der Tasche. Hier soll niemand mitschneiden, auf keinem Weg, ja? Worüber wir jetzt in der nächsten Szene erzählt wird, ist exklusiv. Bis gerade eben hat Korrektiv noch daran gearbeitet, dass heute Abend diese Informationen veröffentlicht werden können. Sie werden zeitgleich auch auf der Korrektiv-Webseite zugänglich gemacht. Oh, schönen guten Abend. Darf ich mal? Mein Name ist Mario Müller. Bühnenfigur Mario Müller. Ist doch scheißegal, echt. Nein, er darf nicht einfach Mario Müller heißen. So. Die werden eh versuchen, uns zu verklagen. Mach's ihnen nicht so einfach. Dann ist er eben halt nicht Mario Müller. Ja, gut, darf ich? Bitte, nicht Mario Müller. Also, ich darf jetzt den nächsten Vortrag halten. Ich mach's kurz, ich mach's knackig. Ich bin gewaltbereiter Neonazi. Zumindest, wenn man den Linken glaubt. Ich bin so wie der Martin ebenfalls Mitglied der identitären Bewegung und mehrfach verurteilter Gewalttäter. Ich war unter anderem als Autor für das rechtsextreme Magazin Kompakt aktiv und arbeite derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt. In meinem Vortrag, da soll es um einen weiteren Baustein des Gesamtkonzepts des Masterplans gehen, nämlich wie sich die linke Szene bekämpfen lässt. Die Antifa zum Beispiel ist die größte Gefahr für uns. Ohne die hätten wir schon viel mehr Erfolge. Ich werde heute einen Einblick in meine praktische Arbeit geben, denn um die linke Szene zu bekämpfen, ist meine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sehr effektiv. Denn was macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag? Richtig, das weiß niemand so genau. Beziehungsweise anders. Es hängt davon ab, wofür man eingekauft wird. Natürlich kann man zu Themen recherchieren, die dem Bundestagsabgeordneten selbst erstmal fremd sind, aber Teil seines Arbeitsalltags werden müssen. Natürlich kann man Pressemitteilungen schreiben, Webseiten aktualisieren, sich um die Social-Media-Profile kümmern. Alles möglich. Viel wichtiger ist allerdings Folgendes. Mit der Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kommen auch Privilegien daher. Man hat Zugang zu Informationen, die nicht nach draußen dringen, zu eingestuften Dokumenten und Interna aus dem Parlament. Der Abgeordnete Jan Wenzel Schmidt zum Beispiel ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Wenn ich meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter rechtschaffend nachkommen möchte, muss ich mich dazu natürlich mit ihm austauschen. Er ist zudem stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Auch da ist Kommunikation notwendig. Und über meinen Posten und über die Kommunikation mit meinem Bundestagsabgeordneten komme ich eben an Informationen und Akten, auch und vor allem zu Linksextremisten. So. Aber jetzt haben wir hier in Deutschland ja leider eine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive, Judikative. Und ich frage mich, was wäre, wenn man Exekutive und Judikative zusammendenkt, fusioniert? Historisch gibt es dafür ein Beispiel. Ja, die Gestapo.
Wir könnten beides tun. Ermitteln und verfolgen. Ein Praxisbeispiel. Ich habe einen Menschen ausfindig machen können, einen Kriminellen, ein ehemaliger Berliner Autonomer. Er war zu dem Zeitpunkt aus der Szene ausgestiegen und wollte sich in Polen ein neues Leben aufbauen, als Kindergärtner. Süß, oder? Naja, und wir? Wir haben das herausgefunden. Diese Information, dass da ein linker Krimineller auf die kleinen polnischen Kiddies aufpassen will, die habe ich dann in Polen weitergegeben. An erlebnisorientierte Fußballkreise. Und die haben den Mann dann konfrontiert. Sehr handfest und sagen wir sportlich. Daraufhin hat der Herr einen Nervenzusammenbruch erlitten. Außerdem ist er zum Kronzeugen in einem spannenden Prozess geworden, wo er seine ehemalige Genossin verraten hat. So, was ist also passiert? Durch gezielte Organisation haben wir es geschafft, die Linken effektiv zu bekämpfen. Wir haben ermittelt und verfolgt. Als nächstes habe ich mich gefragt, was wäre, wenn das kein Einzelfall bleibt, sondern was, wenn wir das systematisieren? Was wäre, wenn ich als Mitarbeiter der AfD eine Plattform gründe, auf der Linksautonome versammelt werden? Jetzt könnten Sie sich vielleicht fragen, warum sollte man Linksautonome auf einer Plattform denn versammeln? Was passiert denn dann mit denen? Das möchte ich hier ganz Ihrer Fantasie überlassen. Diese Plattform gibt es. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Dorian Schubert eine Plattform gegründet. Mein Kollege Dorian kennt man von vielen Nazi-Demos. Er lädt auf YouTube gerne Filme von Nazi-Aufmärschen hoch, chattet mit Bombenbauern und behauptet von einem Nazi-Kollegen, dass er einen Schuhleck-Fetisch habe, was auch stimmt. Aber kommen wir nun zur Plattform. Ihr Name? Dokumentation Linksextremismus. Hier sehen Sie die Menschen mit Namen, Geburtsdatum, teilweise auch mit Adresse. Wie gesagt, als Mitarbeiter der AfD habe ich da Zugang zu besonderen Quellen. Und über diese Plattform ist das, was wir im Fall Lina E. gemacht haben, erneut möglich. Immer und immer wieder. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Ulrich Vosgerau auf die Bühne bitten. Er ist Jurist und Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Er war akademischer Rat an der Universität Köln und hatte Lehrstuhlvertretungen an der LMU München sowie den Universitäten in Hannover, Passau und Halle-Wittenberg inne. Herr Vosgerau vertritt zudem die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht im Streit um Fördergelder für die Erasmus-Stiftung. Muss ich jetzt auch sagen, dass ich eine Bühnenfigur bekomme oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Okay. Guten Tag. Also, ich bin jetzt nicht wirklich der Ulrich Vosgerau. Was ich jetzt sage, habe ich auch nicht so gesagt, aber den wesentlichen Punkt, den ich machen will, den habe ich schon gesagt. Das haben die von Korrektiv recherchiert. Der Rest drumherum, der ist fiktionalisiert, damit es ein bisschen lustiger ist halt. Naja, richtig lustig ist es eigentlich gar nicht, wenn ich mir das hier so anschaue. Na, dann komme ich gleich zum faktischen Teil. Türken können sich keine eigene Meinung bilden. Oder anders, ich habe Bedenken, dass sich Wählerinnen türkischer Herkunft keine unabhängige Meinung bilden können. In Deutschland leben 2021 rund 8 Millionen Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund. Das sind 13% der Wahlberechtigten. Ich möchte hier darüber nachdenken, Wahlen anzuzweifeln. Wir haben in Amerika gesehen, welche narrative Kraft aus den Election Deniers rund um Donald Trump möglich sind. Ja,
Das wollte ich jetzt mal so in den Raum stellen. Gibt es da irgendwelche Impulse, wie es möglich wäre, demokratische Wahlen zu delegitimieren? Ja, man könnte Wahlhelfer belästigen. Interessant. Wahlbriefkästen blockieren. Ja. Internationale Wahlbeobachter engagieren. Muster schreiben. Was war das? Muster schreiben. Was meinen Sie? Naja, man könnte ein Musterschreiben entwickeln, um die Rechtmäßigkeit von Wahlen anzuzweifeln. Jeder Wahlberechtigte kann Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen. Eine Welle an Einsprüchen könnte das Narrativ etablieren, dass Wahlen manipuliert wurden. Das ist gut. Denn es geht ja letztlich um Zweifel. Um Zweifel an Wahlen und am Funktionieren des demokratischen Systems. Daraus ließe sich eine ganze Kampagne entwickeln. Es trifft sich gut. Die AfD bereitet jetzt gerade eine Musterklage gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Die soll noch im Frühjahr raus. Und dazu noch eine Kampagne, die zeigt, wie luxuriös die Sender ausgestattet sind. Das ist gut. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut. Und je mehr bei dem Musterschreiben und der Musterklage dabei sind, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Na gut, dann will ich die Gunst der Stunde mal kurz nutzen und noch mal freundlich auf unsere Kernaufgabe hinweisen. Wir sammeln ja Spenden hier. Bargeldspenden und Tagungsbeiträge können Sie, wie gesagt, ganz dezent einfach der Astrid übergeben. Denn wir alle hier im Raum, wir finanzieren ja unter anderem die Identitären und Martin Sellner. Das ist wirklich klasse. Also vor allem auch, weil ja Abgeordnete der AfD hier sind und ihr immer so tun müsst, als wärt ihr nicht rechtsextrem. Und dann auch hier die Mitglieder der Werteunion. Schön, dass sie hier ihr wahres Gesicht zeigen. Danke, wirklich danke. Doch damit ist es nicht getan. Denn ich sehe meine Bestimmung darin, rechtsextreme Aktionen zu stärken. Dafür organisiere ich bereits seit über 2 Jahren Spendenkampagnen unter Unternehmen. Es gibt eine ganze Liste von Finanziers, die dazugehören. Christian Goltschak, Gründer der Fitnesskette FitPlus und ehemaliger Gesellschafter des Süddeutschen Verlages zum Beispiel. Oder Klaus Nordmann, ein Mittelständler aus NRW und AfD-Großspender. Gloria von Ton und Taxis. Ach echt? Die Gloria von Ton und Taxis? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt. Gloria und ich, wir also... Na, entschuldigt. Spendet sie oder spendet sie nicht? Naja, wir sind uns ja wohl bekannt, Gloria und es ich. Es ist doch eine ganz einfache also, Frage. Hey, Faktenschiri. Also, wie ist das jetzt? Wenn der Möhrich faktisch etwas sagt, aber das faktisch wahrscheinlich gelogen ist, ich meine, dürfen wir das dann sagen? Keine Ahnung. Mach weiter. Oder natürlich auch ein Spender, Alexander von Bismarck. Bisher laufen diese Spenden über das private Konto meines Schwagers, der ist Banker. Doch dem wird die Sache nun zu heiß und ich weiß, dass es einigen hier im Kreis am liebsten ist, einfach direkt Briefumschläge bei meiner Astrid abzugeben. Wir wollen die Form der Spenden jedoch professionalisieren und bei unserem nächsten Düsseldorfer Forum einen nicht eingetragenen Verein haben, über den Überweisungen laufen können. Na gut. Wenn wir hier jetzt gerade schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz einschalten. Hallo, ich bin nicht Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau, der bin ich nicht. Ulrich Siegmund, AfD Sachsen-Anhalt. Das bin ich nicht. Also ja, so, stopp mal. Ich verstehe nicht. Das alles mit dem journalistisch Korrekten. Echt mega, mega wichtig. Aber hier, in dem Fall ist das doch Quatsch. Sorry, Leute. Wir wissen, dass der das gesagt hat. Also komm, Ulrich, mach noch mal. Na gut.
Wenn wir hier jetzt gerade schon so munter beisammen sind, dann möchte ich mich auch kurz einschalten. Also ich bin Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Genau, der bin ich. Ulrich Siegmund, AfD Sachsen-Anhalt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich circa 1,37 Millionen Euro an Spenden für die nächste Wahl benötige. Und zwar zusätzlich zu dem, was wir von der Partei zur Verfügung gestellt bekommen. Ich versuche damit an Gelder an der Partei, also ich versuche Gelder an der Partei vorbeizuschleusen. Wer weiß das schon? Aber ich sag mal, was möglich wäre, wenn hier rein zufällig, also rein zufällig Personal bezahlt würde oder Agenturen, die so Dinge machen, die ich eigentlich auch machen will. Versteht ihr? Also das wäre wirklich super. Also direkte Parteispenden sind zwar das Sauberste, aber ich will hier einfach noch mal klarstellen, es gibt auch alternative Wege, um Zuwendungen zu machen. So etwas können wir gerne im Einzelgespräch ganz persönlich ausmachen. Ich stehe nach der Veranstaltung hier zur Verfügung, dass wir dann individuell den besten Weg finden können. Danke. Dass Teile der AfD mit Neonazis und neuen Rechten eng vernetzt sind, ist nichts Neues. Bisher aber schob die Partei das Problem auf einzelne Orts- und Landesverbände. Schreibt Korrektiv. Bei dem geheimen Treffen in dem Hotel ist auch ein Vertreter der höchsten Ebene der Partei präsent. Roland Hartwig, persönlicher Referent der AfD-Chefin Alice Weidel und nach Angaben mehrerer AfD-Insider im Bundestag eine Art inoffizieller Generalsekretär der Partei. Einer, der Einfluss auf die höchsten Entscheidungsebenen der Partei habe. Vor den Gästen bekennt sich Hartwig als Fan des neurechten Aktivisten Sellner, dessen Buch er gerade mit großer Freude lese. Auch er nimmt Bezug zu dem vorher besprochenen und von Möhrig bezeichneten Masterplan. Der Satz steht jetzt so nicht im Text, also als Einschub. Er ist es auch, der von der Musterklage gegen den Rundfunk und der Kampagne gegen die Sender erzählt. Wieder zurück zur Recherche. Im Kontext von Sellners Vortrag sei auch das Projekt zu sehen, das Möhrigs Sohn bei dem Treffen vorstellt. Friedrich Arne Möhrig soll eine Influencer-Agentur aufbauen, die unter anderem von der AfD finanziert werden solle. Der andere Teil soll von Unternehmen kommen. Indirekte Werbung, für die auch hier Spenden gesammelt würden. Möhrig Junior wolle Rechtsschutz für rechte Influencer garantieren. Das Ziel sei, so Hartwig, Einfluss auf die Wahlen zu nehmen, vor allem bei jungen Leuten. Die Generation, die das Blatt wenden muss, steht da. Mit diesem Plan sollen also junge Menschen auf Plattformen wie TikTok oder YouTube mit den Inhalten bespielt werden, die als normale politische Thesen wahrgenommen werden sollen. Der nächste Schritt in diesem Projekt, so Hartwig, werde jetzt sein, das Vorhaben dem Bundesvorstand zu präsentieren und die Partei davon zu überzeugen, dass sie auch davon profitiert. Hartwig sagt dazu auch einen entscheidenden Satz. Der neue Bundesvorstand, der jetzt 1,5 Jahre im Amt ist, ist offen für diese Fragestellung. Wir sind also bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Themen zu betreiben, die nicht unmittelbar nur der Partei zugutekommen. Ja, man bekommt den Eindruck, als trete Hartwig die rechte Hand von Alice Weidel hier als Vermittler zum Bundesvorstand der AfD auf, um die inhaltlichen Pläne dieses Treffens in die Partei zu tragen. Am Abend danach ist alles still. Das Hotel wirkt wie ausgestorben, nur ein leichtes Fernsehflackern kommt aus der Junior Suite. Der Schnee ist geschmolzen, es bleiben zurück. Ein rechtsextremer Zahnarzt, der sein konspiratives Netzwerk offenlegte, ein Treffen von radikal Rechtsextremen mit Vertretern der Bundes-AfD, ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aufgrund ihrer Ethnie,
Also ein Plan, die Artikel 3, Artikel 6, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Die Offenlegung mehrerer potenzieller Spender für Rechtsextremismus aus dem gehobenen Bürgertum, ein Bundestagsmitarbeiter und offener Rechtsextremer, der damit prahlte, Schlägertrupps auf Kronzeugen zu jagen und mit Gestapo-Methoden die Gewaltenteilung aufzuheben versucht, ein Verfassungsrechtler, der juristische Methoden beschreibt, um demokratische Wahlen systematisch anzuzweifeln, ein Landtagsfraktionsvorsitzender der AfD, der Wahlspenden an der Partei vorbei organisieren will, und ein Hotelbesitzer, der das Geld einnehmen konnte, um seine Kosten zu decken. Und noch was. Was meinst du? Das Video. Ach so, ja. Könnten wir das Video einmal sehen? Sehen Sie, wer da langläuft? Der wurde von den Autokameras aufgegriffen. Ein Mensch mit einer Kamera vor dem Gebäude. Was wohl sein Beruf sein mag? Denkmalschützer oder doch jemand vom Verfassungsschutz? Sollte das jemand vom Verfassungsschutz gewesen sein, möchten wir freundlich darauf hinweisen, die Reporterfabrik von Korrektiv bietet unter reporterfabrik.org auch Weiterbildungen für investigativ Interessierte an. Vielleicht schaffen Sie es dann das nächste Mal auch ins Gebäude hinein. Wir wissen, dass dieser Abend keiner ist, aus dem man fröhlich herausgeht. Worum es im Düsseldorfer Forum geht, ist nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie. Die Zerstörung, wie wir gehört haben, ist im Gange. Sie passiert. Jetzt. Und dennoch erzählt dieser Abend auch noch etwas anderes. Er erzählt einerseits davon, dass die Faschisten echt Angst vor den Antifaschisten haben, worüber dieser Abend aber zweifelsohne erzählt, von der Bedeutung von unabhängigem Journalismus. Er erzählt von Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unsere Demokratie zu stärken. In diesem Fall arbeiten diese Menschen für Korrektiv. Herzlichen Dank auch an Greenpeace dafür, dass sie Korrektiv-Recherchematerial zur Verfügung gestellt haben. Aber vielleicht wird dieser Abend auch Teil einer neuen Erzählung. Einer Erzählung, die damit beginnt, dass wir uns gegen die faschistischen Kräfte in unserem Land wehren. Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind. Dass wir laut sind. Dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen, sondern dass wir hellwach sind. Und dass wir unsere Demokratie uns nicht kaputt machen lassen.